So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Ark. Das letzte Mal haben wir es ja ein bisschen verkackt mit unseren Dinos. Wir brauchen gerade gar nichts zum Essen. Wir müssen ja jetzt einmal ein Level aufsteigen. Dass wir hier entweder das hier können wir dann nächstes Level nehmen. Aber das hier ist jetzt eigentlich mal ganz wichtig. Da brauchen wir halt ein paar Mortar und Pestle. Dann können wir da die Narcotics herstellen. Die sind deutlich effizienter als sagen wir's. Als Narcoberries, genau. Aber dazu müssen wir jetzt halt mal erstmal wieder leveln und dazu sollten wir halt was tamen. Damit nehme ich ziemlich schnell Levels. Da gibt es Narcoberries, 2 Stück. Jetzt haben wir wieder von jeder Bärenart eine. Oh, ich brauche echt einen Dino, damit wir das farmen können. Am besten, ja, so ein Parasaurus. Aber da brauchen wir auch einen Haufen Narcoberries. Das wäre jetzt echt wieder von Vorteil, wenn hier irgendwo ein Karno auftauchen würde. Aber ich kann den nicht mal locken, weil der ist so schnell. Bräuchte irgendeinen Dino, den ich locken kann, der aggressiv ist und den ich dann zu den Pflanzenfresser da reinjag. Weil der Brontosaurus, Brachiosaurus, weiß jetzt gar nicht, was das. Was war jetzt der Riese? Ah, wir brauchen auch Steine, da könnte man nämlich Schildkröten jagen gehen. Fackel haben wir gerade keine. Mate geboostet ist die Schildkröte hier nicht. Aber 7 Steine sind zu wenig. Wenn die über Level 5 ist, glaub. 9 kann ich vergessen. Da laufe ich eine halbe Stunde rückwärts und schieß drauf. Da geht bloß meine Steinschleuder kaputt. Na komm, hier könnte doch jetzt irgendwas Gefährliches mal runterkommen. Dass die sich gegenseitig hier fertig machen, damit ich was abgreifen kann. Da fliegen immer noch die Baumstücke. Nein. Es hat eigentlich nur Auswirkungen, dass mein Wasser schneller leer geht. Das war's dann. Ich hätte ganz so eine Schildkröte, aber die braucht 2 Stunden zum Tamen. Wenn es schlecht läuft. Da fliegt schon wieder einer. Moment mal. Home. Stimmt doch gar nicht. Wir sind doch jetzt hier ganz unten hinter. Das passt gerade gar nicht mit der Karte. Dodo. 19. Egal. Die können wir immer besiegen. So, Steine sammeln. Haben hier aber bis jetzt noch keine Dings sehen, Skorpione. Obwohl wir ganz im Süden sind. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo die vier sind. So, jetzt müssen wir gleich genügend haben. Metall schon wieder. Weiß gar nicht, ab welchem Level man das abbauen kann. Benutzen kann. Ach man. Das kommt noch ein bisschen an, dass ich während ich was in der Hand habe, nicht nichts aufheben kann. Ich kann ja auch in der einen Hand eigentlich meinen Pickel haben und nebenher was aufheben. Was brauche ich wieder? Thatch. Stein. K.
kein... Ach, Badge brauchen wir, scheiße, das sind ja Bäume. So. Klasse. Okay, das kann ich gar nicht wegmachen. Da haben wir schon mal ein bisschen Fetch. Jawohl. Müssen wir gleich mal erstmal ein bisschen Fetch sammeln. Aufzuhängen. So. Aber mein Inventar ist ja auch schon wieder gleich voll. Es geht viel zu schnell voll. Das kann man ja auch vergrößern. Ich habe jetzt gerade keine Option. Weil wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir wieder... Oh ja, klar, ist mal heiß. Daniel. Jetzt sind wir in brütender Sonne unterwegs. Na, wie geht's dir, Para? Das Level bisschen. 2. Wo rennt er denn hin? Ich muss ein bisschen nach links drücken. Ich dachte, der würde jetzt hier am Felsen hängen und nicht einfach so über den drüber rennen. Holy shit. Hüpft der da einfach über den Felsen? Das gibt's doch nicht. Das kann er doch nicht einfach so machen. Na, scheiße war's. Ich hab gesagt, ab weg damit. Narco Berries, auf geht's. Also, der Karno ist echt gemein gewesen. Müssen wir mal wieder eine einzelne Schildkröte finden. Und versuchen, die platt zu machen. Oder, nee, Triceratops kann ich nicht probieren. Ich hab's mir kurz überlegt, ob ich auf den, und der Steinschleuder losleg. Aber, das wird eher nix. Da ist noch ein Para. Ja, der scheißt grad. Gibt als Strafe eins auf den Sack. Einfach hier so schrandvoll zu scheißen. Welches Level ist denn? Du bist Level 10. Okay, vergiss es. Habe ich jetzt den Triceratops? Nein, ich habe... Doch, ich habe den Triceratops angetroffen. Ich bin gefickt. Lauf! Zum Glück haben die Viecher klappt eine schlechte Ausdauer. Hoffe ich zumindest. Er hat aufgeben. Uff. Dann gehen wir nochmal auf die Schildkröte los. Das könnte eher was werden. Mit 140 Steine. Level 9. Löscht. Na komm. Geh down. Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob ich die auf dem Kopf treffe. Oder wo ich die treffe. Na komm, geht down. Jetzt laufe ich auch gegen mein Haus. Au. Oh, stimmt, ich habe gar keine Klamotten. Na also. Geh down, du scheiß Viech. Eigentlich will ich so eine Schildkröte als Haustier. Die ist nämlich cool. Na komm. Die sind echt tanky.
gut, meine Waffe ist gleich kaputt. Na, und lieb den dazu. Kriegt man aber auch nicht mehr Fleisch raus. Verdammt. Jetzt haben wir das noch auf dem Keratin. Das wir noch nicht benutzen können. Dann gucken wir jetzt erstmal, was können wir denn? Brust. Schuhe, da hat man Fight braucht, also nein. Dann reicht es erstmal. Access Inventory, da legt man mal wieder alles ab. Was man so nicht braucht. Ja, beziehungsweise. Was ich jetzt gerade nicht brauche. Das Flintwood. Flintwood Thatch. Flint Hammer gleich wieder. So, das reicht jetzt erstmal. Ich bin im Regen. Wie kann es mir heiß sein? Stellen auf Wood. Das müssen wir da alles machen können. Na komm. Einmal das wieder machen. Einmal den Kopf zielen. Und weg ist er wieder. Wo ist er denn hin? Nein, mit dir lege ich mich nicht nochmal an. Die Dinger sind zu heftig. Einmal ganz Zeit E drücken. Na komm. Wir sind aber schon wieder keine Dilos unterwegs. Wie soll ich denn hier leveln? Oh, da ist wieder ein Para. Level. Und tschüss. Die rennen halt nicht so in die Wand rein, damit ich sie killen kann. Na, ne, der ist weg. Ein Narcotics Hammer. Weiß gar nicht, wie ich den dann fangen soll. Auf dem Server habe ich den auch gegen die Wand drücken müssen. Damit ich den killen konnte, das heißt killen, bewusstlos schlagen konnte. Na komm. Dann ich würde Steine sammeln und eine Schildkröte einsammeln. Was fehlt mir von der Schildkröte? Craftables. Hide 1. Hier müsste doch jetzt irgendwo ein Dodo gespawnt sein. Sehe aber gerade keinen. Mal ein bisschen dunkler. Dodo. 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 Ah, Mist. Fleisch ist kaputt, gell? Welches Level bist denn du? 2. Ohne Mate Boost und ich sehe auch keine andere hier. Soll ich es probieren? Mein Steinschleuder wird aber kaputt gehen. No risk, no fun. Gut, mein Steinschleuder ist kaputt. Im Rennen kann ich einsammeln, aber nicht, wenn ich was in der Hand habe. Logik. Ey, ich habe Levelaufstieg. Kommt die noch? Ist die noch wütend auf mich? Hey, Dude. Nein. Ups. Ups.
Was geht ab? Yep. Erstmal Levelaufstieg. Wir nehmen diesmal. Wir nehmen mal Melee Damage. Dann nehmen wir das hier. Dann. Oh, wir haben ja Level bekommen. Da könnten wir jetzt theoretisch hier weitermachen. Ich würde was probieren. Das sollen wir mal lernen, ob wir da Dinos reintreiben können. 4 Punkte haben wir noch. Das Dach bräuchten wir auch mal noch. So, Craftables. Spikes. Ich brauche Haut für Spikes. Okay. Weil da probieren wir mal aus, ob wir so Spikes machen können und dann so eine Schildkröte zum Beispiel in die Spikes reinjagen können. Damit die dann an den Spikes dran verreckt. Holen wir ein bisschen Haut und Holz. Erstmal das Holz. Willst jetzt nicht unbedingt. Muss meine Kisten holen. Die Bäume hier geben so wenig Holz, das gibt's echt nicht. So. Und vor allem 10 Haut, das ist auch ganz schön viel. So. Gucken wir mal. Ich habe sowieso keine Stamina mehr. Alles verbraucht dann Access. Narco-Berries rein, Gammelfleisch rein. Hallo? Drugs, das da. 2 können wir machen. Das Gute ist. Hä? Ich brauche 1 Boiled Meat und 5. Ah, okay, jetzt sind's weg. Das, die können nicht ablaufen. Jetzt. Ist keine Haut, aber da ist nochmal eine Türe drin. So, Craftables, das hier. Dann machen wir das mal so. Haus. Ey! Ach so, das geht gar nicht. Oh Gott, ich dachte, das kann ich jetzt wirklich da rein verschieben. Das ist ja dann schlecht gemacht. So, hier hätten wir das einmal, können wir nochmal eine machen. Wood. Scheiß drauf. Ich mach nochmal eine. So, dann nehmen wir jetzt hier mal wieder alles raus. Dann gucken wir mal, ob wir die Dinos da reintreiben können. Halt, ich brauche nochmal Hide. Oh, wir haben sogar 93, das ist sogar verdammt gut. Was habe ich jetzt wieder nicht im Inventar? Fiber. Und so viel Fiber, das gibt's echt nicht. Blitze, Craft Item. Warte ich. Das raus, das raus, das raus. Die wieder. Hä? Die schmeißen wir weg. Das weg. Das weg. Okay, die Truhe ist voll. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Spikes hier irgendwo aufstellen können und dann Schildkröten reinjagen können. Sieht halt schon ganz schön gefährlich aus, das Zeug. So. Schauen wir. Einfach mal hier hin. So.
Ja. Verstecken wir mal uns hinter die Spikes. Ob die da reinläuft, wie viel Leben hätten die Teile? 3500. Läuft die da rein? Die schneidet mal mehr Aggro auf mich. Lag. Na komm. Die läuft doch voll durch die Spikes. Yep. Bekommt die da Damage? Das wird sich jetzt gleich rausstellen. Ne, die schnappt noch eine Aggro auf mich. Jetzt müsste sie Damage kriegen. Geht die da drauf an den Spikes jetzt oder nicht? Weil wenn nicht, macht die jetzt einfach nur meine Spikes kaputt. Okay. Funktioniert. Funktioniert sogar sehr gut. Jetzt müssen wir bloß noch mehr Schildkröten hier finden. Das Ding hat jetzt halt auch ein bisschen Schaden genommen. Hallo, was haben wir denn wahrscheinlich nicht? Wir haben kein Holz und... Was hätten wir denn sonst noch? Holz und Fiber. Sammeln wir mal ein bisschen. Wenn die Schildkröte schon so viel Schaden an den Teilen macht, kannst du das mit anderen Viechern vergessen. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal eine Schildkröte nehmen und die dahin locken, wenn ich jetzt leveln will. Durch das Killen. Verdammt. Müssen wir halt ausprobieren, wie lange das gut geht. Main Fiber, Main Hide. Und Main Clever the Wood. So. Und weg damit. Warum gibt es hier jetzt so verdammt viel Holz und das andere gar nichts? Repair. 10, 2, 8. Gucken wir mal, ob der in die, vielleicht in die reinläuft. Du sollst in die Richtung laufen. Der läuft einfach um die Spikes rum. Okay. Der stand dumm gelaufen. Wenn ich mir jetzt noch mehr von den Spikes mache, dann könnte ich mir ja eigentlich hier so ein Fort machen. Da brauche ich noch ordentlich Haut. Und hier sind zu wenig Schildkröten gerade. Deswegen würde ich sagen, sammeln wir erstmal das Holz dafür. Moment. Das waren keine Eier. Eier soll es nämlich auch irgendwie geben. So, mit uns Spoiled Meat. Und ich bin wieder voll. Sammeln wir mal kurz ein bisschen Sachen. Fiber. Gut, dann bauen wir uns hier so eine Art Fortbauer. Naja. Wir können nicht sprinten, weil wir voll sind. Na komm. Ich brauche noch ein bisschen Fiber. So, Narco Berries, auch gut. Sammeln Narco Berries. So. Weil dann könnte ich das mal ausprobieren mit Triceratops. Weil die sind ja nicht aggressiv. Da kann ich, ja, die sind schon aggressiv, wenn ich sie einmal angreife.
Aber ja, das wird jetzt dauern, bis ich da daheim bin. Ja. Das wollte ich dann jetzt so machen. Ich baue da jetzt halt so ein Quadrat, Rechteck und sowas in der Art. Und knall dann so ein Triceratops an den Arsch und schau mal, ob der schafft, das Ding hier zu machen. Wahrscheinlich gehen wir dabei drauf. Müssen wir jetzt aber dann sehen. Jetzt muss ich echt noch kurz ins Haus kommen. Da kann man. Das finde ich hier scheiße. Jetzt kann man nicht mal mehr hüpfen. Den Stego können wir da damit vergessen. Der wird uns das Ding einfach einreißen. Triceratops ist 20 und Stego ist 25. Und der scheißt einfach hier hin. Ah, Mann. Einmal noch kurz heim. Mir ist schon wieder kalt, dann ist mir wieder warm. Warum ich das auch so weit weg von meinem Haus baue, hat einen einfachen Grund. Wenn ich respawn, sind die Viecher ja normalerweise, also wenn ich das direkt hier um mein Haus rum baue, dann werden die Viecher direkt wieder aggro auf mich, wenn ich da respawn. Und das verhindere ich halt so, indem ich das ein Stück weiter wegbaue. Jetzt muss man bloß mal kurz nach Hause schaffen. Scheiße, die Kiste war ja voll. Kann man eine neue machen? Was fehlt? Thatch. So. Einmal eine Kiste. Halt. Ah, verdammt, die ganze Haut da reinstecken, das ist ganz schön heftig. Wo ist die Kiste? Da, 9. Gut, ich muss ja auf dem Server, also klaut mir hier auch niemand was. So. Keratin haben wir woanders drin. Falsche Truhe. Jetzt gucken wir erstmal, wie viele wir machen können. Ein. Wir brauchen nämlich nur ein Holz. Ein Fiber. Erstmal alles hier wieder rein. Holz, das, Thatch, Fiber, dann da ist noch mit Gammelfleisch, da sind ein paar Beeren, ach 6 Stück, das ist zu wenig. Drugs, kann man genau einen herstellen. Oh Mann, das dauert so ewig, bis man da was zusammen hat. Hier ist Keratin drin. Ups. Access Inventory, hops. Dann machen wir nochmal Schnitzel. Und dann machen wir hier Schluss für heute. Das nächste Mal bauen wir dann unseren Käfig voll fertig und dann wird gegen Dinos gefightet. Und wir gehen wahrscheinlich drauf. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis dahin. Und tschüss.